U3 unter 3 Minuten mit Gesa Heim, Leiterin der Studierendenmobilität. Letztes Jahr war ich für 2 Semester in Australien an der University of Sydney. Bei der Organisation geholfen hat mir Gesa Heim von der Studierendenmobilität. Ja, das Rad Studierendenmobilität bietet verschiedene Austauschprogramme für die Studierenden an, wie zum Beispiel das Erasmus-Programm oder das weltweite Direktaustauschprogramm. Und meine Kolleginnen und ich kümmern uns eben um alle Studierenden, die über so ein Programm ins Ausland gehen wollen, aber auch um diejenigen, die über so ein Programm aus dem Ausland zu uns kommen. Was sollen Studierende tun, die gerne bald ein Auslandssemester machen möchten? Sollen die trotz allem jetzt planen? Ja, wir würden auf jeden Fall empfehlen, dass die Studierenden sich jetzt bewerben. Denn jetzt bewerben bedeutet dann, zum Wintersemester 2021/22 ins Ausland zu gehen. Wir haben ja mitunter lange Vorlaufzeiten. Und unsere Ausschreibungen für das weltweite Programm sind jetzt sukzessive angelaufen. Es haben sich also auch schon viele beworben. Und das große europaweite Erasmus-Programm, dafür kann man sich dann ab dem 1. Dezember wieder bewerben. Wir sind also optimistisch, dass wir zumindest dann in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr wieder loslegen oder weitermachen können mit Auslandsmobilitäten. Kann man zurzeit denn nicht auch digital in den USA studieren, in England, in Australien? Ja, man kann zurzeit digital im Ausland studieren, man kann auch gleichzeitig digital im Ausland und an der FU studieren. Und wir stellen doch fest, dass sehr viele Studierende diese Option nicht so attraktiv fanden, weil sie einfach in dem Land vor Ort die Kultur und die Leute kennenlernen wollten und jetzt nicht nur über den Bildschirm teilnehmen wollten. Andererseits ist es für Studierende, die stärker fachlich fokussiert sind und weniger kulturell, durchaus eine interessante Option. Trotz Corona sind ja einige Gaststudierende an der FU. Wie kann man die denn kennenlernen, obwohl man nur selten auf dem Campus ist? Ja, wir freuen uns, dass wir fast 300 Incoming-Austauschstudierende hier auch physisch in Berlin begrüßen durften. Die haben eine kleine Campus-Tour bekommen und mussten dann natürlich gleich wieder an ihre Computer. Sie werden aber betreut durch den Internationalen Club der Freien Universität Berlin, eine studentische Initiative, die sich eben genau darum kümmert, sich hier mit internationalen Studierenden zu vernetzen, zum Beispiel Stadtspaziergänge zu machen, jetzt wo man keine Kneipenabende mehr machen kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich für ein Sprachtandem zu registrieren im Sprachenzentrum. Das findet im Moment online statt, also auch das eine gute Möglichkeit. Waren Sie denn selbst als Studentin im Ausland? Ich habe Islamwissenschaft studiert und war in dem Rahmen an der Birzeit University in der Nähe von Ramallah in den palästinensischen Gebieten, unter anderem um Arabisch zu lernen für ein ganzes Jahr. Da braucht man auch eine Zeit. Und dann habe ich noch einen Erasmus-Aufenthalt an der Université Aix-en-Provence in Frankreich gemacht. U3